Hallo lieber Wassermann, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation uns anschauen für den Monat Juni 2024. Bitte bedenke, lieber Wassermann, wie ich auch immer sage, das ist eine kollektive Legung. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an. Ja? Das ist ja so, du hast ja nicht nur einen Sonnensternzeichen, sondern auch andere Energien, ja, die dich beeinflussen. So, schauen wir mal, lieber Wassermann, was die Karten uns hier erzählen möchten über deine Situation. Wie gesagt, das kommt immer darauf an, was du gerade erlebst. Kann ja auch gut sein, du wirst es erst gegen Ende Juni erleben. Ja, die Zeit ist immer so eine Sache. Wow, Promozione. Wow, Promotion. Enjoy this moment. So, was haben wir hier? Mit was haben wir hier zu tun? Mit einem Projekt. Ich kriege Gänsehaut pur. Promozione ist bei mir eine Gehaltserhöhung. Ja, wenn man das jetzt so umsetzt, vom Italienischen auch, Englische, sage ich eher, sitze ich sehr ähnlich. Du bekommst hier ein Gehaltserhöhung, du bekommst hier einen Preis, du bekommst hier irgendwo einen Bonus. Kann ja auch gut sein, du bekommst hier einen Bonus, weil du dem Projekt nach vorne gebracht hast, weil du beruflich sehr oben stehst. Ja, also das ist klar, du bekommst hier das, was dir zusteht. Diese Kasse wird geöffnet und tadam, da ist der Resultat da. Lieber Wassermann, ich freue mich, weil du solltest hier diesen Moment dir gönnen. Gönn dir den Moment, den du gerade erlebst. Ja, zweifel nicht an dir. Es gibt manche Menschen, die, das habe ich früher auch oft gemacht. Ja, das ist eine Sache, die jedem mal passiert. Ich habe früher den Input gehabt, dass ich das nicht verdiene. Ich weiß nicht wieso, das ist normal, weil wir aufgezogen worden sind von Familienmitgliedern, die sagen, hey, wir müssen das uns verdienen und wenn irgendetwas kommt, schaffen, arbeiten und dann bekommst du den Preis. Aber was ist, wenn du einfach so diesen Preis bekommst oder diese Belohnung, weil du gut bist? Man muss nicht immer irgendwo hart arbeiten. Also du bekommst hier auf jeden Fall irgendwo etwas ausbezahlt, mit was du nicht gerechnet hast. Wie gesagt, es kann ja auch gut sein, du machst deinen Job so gut, dass du eine Gehaltserhöhung bekommst. Oder du bekommst einen Preis und das hat mit Geld zu tun. Gerade nicht wenig. Kann aber auch gut sein, nicht ganz viel. Das ändert jetzt nicht deine, wie sagt man das, dass du jetzt sagst, ich werde reich von heute auf morgen. Nein, okay. Das also in der höchsten Vibration ist es dem Wassermann scheißegal. Das sage ich immer wieder. Der Wassermann sieht es ganz anders, ja. Also es ist wichtig, was will ich erreichen mit dem Geld, was ich jetzt die ganze Zeit alle Sternzeichen erzähle, ja, das ist, dass wir eigentlich mit dem Geld etwas erreichen wollen. Das ist nicht unsere Mission. Das Geld ist nicht das, was wir erreichen wollen. Wir wollen zum Beispiel Macht, wir wollen Anerkennung, wir wollen siegen, wir wollen etwas beweisen. Was will deine Seele erreichen? Das kommt immer drauf an, was du als Seelenmission hast. Das weiß ich nicht, lieber Wassermann, das kannst nur du wissen, ja, aber du hast hier schon einen Moment, in dem du Gloria, come si dice, wie sagt man das jetzt auf Deutsch, du bist in diesen, ha, bei uns Gloria, das ist etwas Schönes, das ist etwas auch, ja, mit dem Glauben zu tun hat, ja, du sagst, wow, das ist, danke Gott, ich bin dir sehr dankbar, dass ich das geschafft habe, also, wir dürfen nie vergessen, diese Dankbarkeit, ja. Das ist etwas, was du feiern darfst, ja. Also du kannst es nicht einfach so nehmen. Feiere diesen Moment, was du im Leben geschafft hast. Diese Tür, die du öffnest und dieses Geld, wo in dir reinfließt, das ist wunderbar, ja. Wow, sehr schön. Okay, machen wir weiter. Und zwar mit den Antworten, ja, also das kann gut sein, du hast jetzt hier gar keine Antwort, Entschuldigung, du möchtest jetzt hier gar keine Antwort haben, du fragst dich gar nichts, aber in deinem Unterbewusstsein lauert eine Frage. Und diese Frage wird beantwortet. Wieso denn? Weil die Karten immer in unser Unterbewusstsein erlangen, ja. Wieso legen wir überhaupt Karten? Wir forschen in uns, ja, das, was wir nicht sehen können. Am Tageslicht sehen wir zum Beispiel mit dem Karten, das ist ein Instrument. Eventuell. Okay, ich kriege Gänsehaut, ich weiß ja nicht, was du jetzt damit anfangen kannst, aber eventuell könnte das gehen oder lieber nicht.
Hast du Tonband? Ich weiß nicht, ich habe jetzt extra geguckt. Vielleicht kann das dir weiterhelfen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf diesem Wort eingehen, weil eventuell kann es passieren, eventuell ist es so, eventuell ist es nicht so. Es kommt immer darauf an, was du gerade erlebst. Also ich kann jetzt nicht Geschichten erzählen über diesen eventuell. Das ist klar, das ist ein Wort. Du setzt das um, wenn es dir weiterhilft, dass du sagst, okay, die Antwort darauf ist nicht sicher. Ja? Es kann gut sein, es muss es aber nicht, ja? Vielleicht fragst du dich auch, woher kann dieser Preis kommen? Eventuell von dem. Oder von was ganz anderes, mit dem du nicht gerechnet hast. Etwas, was du neu beginnst. Weil diese Karte sagt, du startest hier einen Job, ein Projekt, der dir Geld gibt. Geld, Money, ne? Okay. Wow, Leute. Kannst du bitte übersetzen auf Deutsch? Rickettsia, ich kriege Gänsehaut. Das ist Ass der Münze, aber die Karten sind ganz anders hier. Die Karten sind wirklich, also ich benutze sie auch sehr gerne in dieser Materie, weil sie richtig materiell sind. Sie verwirklichen sich tatsächlich in die Materie. Also das sind Karten, in denen du sagen kannst, das hat viel mit dem, was ich anfasse, was ich berühre. Und Joya, Glück, glücklich sein, Frieden, das erfährst du. Das ist das, was du gerade erfährst in deinem Leben, ja? Du hast lauter Ideen. Lieber Wassermann, ich weiß nicht, was du gerade machst, aber du hast einen Neustart. Total, du beginnst neue Dinge. Du erneuerst dich. Du hast lauter Asse in deinem Leben. Das ist kein Zufall. Es ist wie wenn du sagst, Katja, ich habe ganz viele Ideen. Natürlicherweise Step by Step. Du kannst ja nicht alle auf einmal verwirklichen, außer du hast das Materielle, du hast den Input, du hast alles, was du brauchst. Du könntest ja eine tolle Idee haben, einen tollen Projekt, der dir später Geld geben kann. Du hast schon etwas aufgebaut, du möchtest weiterbauen, du möchtest jetzt, du hast, ich mache jetzt nur ein Beispiel, ja, du hast dann Immobilien gekauft und du sagst, hey, weißt du was, durch diese Immobilien kann ich das auch vermieten. Das sind Ideen, die ich habe, ja. Also das sind jetzt nur Beispiele, Beispiele, ja. Das heißt nicht, dass es das sein muss. Was ich hier auch noch sehe ist, wow, sehr schön, sehr, sehr schön. Du hast hier irgendwo eine Reise steht bevor oder du wirst hier irgendetwas tun. Du bewegst dich hier. Du bewegst dich, es kann ja gut sein, du gehst jetzt hier einen Job anschauen, du gehst jetzt hier deine Mansion anschauen. Wie gesagt, es könnte gut sein, du möchtest jetzt hier verreisen und diese Reise hat eher mit deinem beruflichen Aspekt. Oder du bist jemand, der sehr kreativ ist. Du könntest hier auch rein theoretisch ein Künstler sein, der reist, der schaut und durch seine Arbeit sammelst du, also durch deine Arbeit sammelst du Ideen. Du bist jemand, der Aventuriero, du bist jemand, der Abenteuer liebt. Also du bist nicht aufzuhalten, das sage ich jedes Mal. Der Wassermann, der ist da wirklich toll in seine Abenteuer. Also mit wem kann man ein Abenteuer leben? Also ich finde, mit Wassermann kannst du sehr viele Abenteuer leben. Das sind Menschen, die nicht gebunden sind an der Materie, nicht gebunden sind an den Ort. Hey, ich bin jetzt das Ort. Hey, ich bin jetzt dieses Land. Sind wir nicht hundertprozentig, niemals im Leben. Du kannst nicht sagen, nur weil ich jetzt in Deutschland geboren bin, in Italien, in Türkei, in Spanien, bin ich jetzt ein Spanier, bin ich jetzt ein Franzose, bist du nicht hundertprozentig. Verstehst du, was ich meine? Das ist nur der Gehirn, das speichert deine Persönlichkeit, aber du bist viel mehr. Du bist ja ein Mensch, ein freier Wesen, unabhängig. Du zeigst dir das, du bewegst dich. Du tust reisen, also ich sehe, dass du auf jeden Fall deine Ideen, deine Situationen woanders absolvierst. Nicht unbedingt, also ich denke auch, du erweiterst hier. Im Ausland könntest du dich hier erweitern. Du könntest sagen, weißt du was, Katja, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich gehe jetzt für 1 Jahr ins Ausland oder ich probiere mal im Ausland zu leben. Ich bin verrückt, ich weiß. Aber ich mache das. Das liebe ich an den Wassermann Mensch. Das ist das Gegenteil vom Löwe. Der Löwe ist, das ist ja ein fixer Sternzeichen, ne? Ein fixer, fixierender Sternzeichen. Was ich sehr liebe, weil ich ja das in meinem Mondknoten habe, ich muss Richtung dem Wassermann gehen. Ja, das ist klar. Wo öffnet sich das, wenn du auch andere Länder betrachtest, wenn du nicht nur in Deutschland bleibst? Also das mache ich ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Karten anschaue oder allgemein, wenn ich mir Situationen, also ich möchte nicht nur in Deutschland arbeiten, ich möchte nicht nur in Deutschland tätig sein, ich möchte auch für andere Länder oder ich möchte mich auch für andere Länder interessieren. Weißt du, die Sprache kann man lernen, wenn man das will.
Man kann sich auch Projekte aussuchen, die nichts mit Deutschland zu tun haben. Dass du sagst, das ist außerwärts. Oder ich mache etwas, also das ist schon mal sehr wichtig, dass ihr das wisst. Wenn man einen Mondknoten im Wassermann hat, ist man sozusagen auch un servo, ein Diener von den anderen. Ja? Nicht schlecht verstehen, dass du jetzt sagst, ich bin, oh mein Gott, ich muss die anderen dienen. Nee, du dienst, aber der Wassermann-Mensch bringt den anderen sehr viel. Ja? Und es kann ja gut sein, durch deine Art, ich weiß nicht, was du machst, bist du kreativ, fängst du etwas Neues an, kannst du auch andere Menschen involvieren. Du könntest auch ein guter Vorbilder sein für andere Menschen, ja? Du bist ein guter Vorbilder. Du könntest hier jung sein. Du könntest hier sehr jung sein und etwas auf die Beine stellen, was du selber nicht glaubst. Oder du sagst, ich habe einen neuen Job, ich habe eine neue Angelegenheit. Bei mir präsentiert sich hier auch eine Leidenschaft. Also das geht hier nicht nur um die Arbeit. Also ich denke, es kann auch hier sein, dass du eine neue Liebe kennengelernt hast. Dass hier vielleicht der Punkt gekommen ist, in dem du sagst, boah, das gefällt mir gut. Ich fange ein neues Leben an. Liebe ist da. Jetzt nicht hundertprozentig die Liebe. Ich würde ja sagen, eher Leidenschaft. Das ist am Anfang immer so. Die Chemie stimmt mit dieser Person, alles stimmt. Lassen wir es mal zukommen. Was kommt auf uns zu? Was entsteht dabei? Ne? Also schöne Karten auf jeden Fall, eine schöne Opportunität, eine schöne Angelegenheit, ja. Also lieber Wassermann, ich sage es immer wieder, ich muss lachen, aber wenn du nach Italien gehst oder im Süden, egal wo, kannst du schon ein bisschen Italienisch. Ne? Ich bring's euch ein bisschen bei. Das ist wirklich, ja, ich nehme das so witzig, aber es ist schön, andere Ländern, also andere Kulturen kennenzulernen, andere Sprachen. Also ich bin da wirklich offen. Ich liebe andere Sprachen. Ich habe es immer schnell gelernt, Russisch, auch ein bisschen Türkisch. Meine Freunde, ich habe mich immer da rein. Wisst ihr, ich war da immer sehr neugierig. Ich wollte auch das lernen. Ich wollte auch mitreden. Das ist für mich wichtig, ne? Einfach nicht dazustehen und sagen, okay, was reden die da? Sondern das verstehen. Das ist schön. Andere Kulturen, andere Sitten. Aber es ist immer toll, offen zu sein. Und das bist du ja auch. Du bist das. Ja, du bist nicht nur Deutschland, du bist nicht nur Italien, du bist nicht nur Türkei, du bist nicht nur Indien, du bist alles. Verstehst du das? Das liebe ich an dem Wassermann. Das sage ich jedes Mal. Aber diese Karten zeigen wieder hier diesen Input, was du alles mitbringst. Und ich denke auch für dich werden neue Angelegenheiten sich präsentieren, neue Situationen. Nicht nur bei der Arbeit. Nicht nur bei der Arbeit, sage ich, okay? Also ich sage es dir nochmal, nicht nur bei der Arbeit. Ich denke, hier hat das auch mit Liebe zu tun. Piacere, was dir gut gefällt, vielleicht auch einen leidenschaftlichen Job, den du leidenschaftlich machst, ja? Kann ja gut sein, dass du jetzt sagst, guck mal, ich habe eine Idee. Ich möchte jetzt nicht mehr meinen Job machen, der langweilt mich. Ich möchte jetzt meine Leidenschaft. Das machen immer sehr viele. Bitte seid vorsichtig. Was sind das für Wünsche? Das sage ich euch wieder, weil ich dabei gerade bin, bei diesen Wünschen, weil manche Wünsche sind auch von der Persönlichkeit. Bitte achtet darauf, auf die Wünsche, ob die Wünsche auch wirklich von der Seele sind. Weil die Seele gibt dir langfristig diese Wünsche. Das ist etwas, was mit Gott auch zu tun hat, mit dieser Verbindung. Und dann gibt es diese Wünsche, die eher materiell sind. Sie sind schnell vorbei. Ja, das ist nur un attimo, nur ein Augenblick und schon ist alles vorbei, ne? Okay, das war hier deine Legung, lieber Wassermann. Ich freue mich, ja, über ein Feedback, über einen Daumen nach oben, falls du resoniert hast mit der Legung. Ich wünsche dir wirklich, dass du deine Wünsche erfüllen kannst, die Wünsche, die auch seelisch sind, die auch dich weiterbringen natürlicherweise, dass du hier auch dieses Gehaltserhöhung, auch Promotionen, einen Bonus erhalten kannst. Vielleicht hat das ja auch mit Urlaubsgeld zu tun. Wer weiß, könnte ja gut sein, dass es halt schon rauskommt vorher. Leute, das ist Juni. Ja, es gibt auch Menschen, die geteilt, also die bekommen das in 2 Monate, in 3 Monate geteilt. Kann ja gut sein, ne? Je nachdem, wie es ist, freue ich mich überhaupt auf einen Feedback, auf einen Daumen nach oben, falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast. Ich sage es immer zu wenig, deswegen erwähne ich das auch jetzt oft öfters. Meld dich an, ja, abonniere, es kostet dich nichts, es ist kostenlos natürlicherweise, deine Energie, du unterstützt mich, das heißt, für dich, du kommst mehr raus, aber auch gleichzeitig die Arbeit, die ich auch mache, das ist alles Energieausgleich, ne, Leute, denken wir auch mal an den anderen, ja, das ist immer so, ich gebe dir auch etwas, ich mache das gerne von Herzen, ihr merkt es ja, meine Legungen sind laut, also sind leidenschaftlich, lauter leidenschaftliche Legungen, wenn das nicht mehr so ist, höre ich auf. Ich sage es so, wie es ist. Also ich bin jemand, das ist klar, dann wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Ich kann mich nicht zwingen. Das war bei mir, seit ich jung war. Wenn ich etwas machen will, mache ich das. Wenn nicht, dann
fertig, finito, basta, ja? Dann mache ich das nicht mehr. Okay, so. Lieber Wassermann, wie gesagt, ich wünsche dir alles, alles Gute auf dem Weg. Mach's gut, pass auf dich auf, ja? Ciao!